Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist eine neue Ausgabe von mir in Bamopolis hier mit Cities Skylines. Ja, so sieht meine Stadt aus. Ich bin grundsätzlich nicht unzufrieden, ich habe eine sehr schöne Stadt entwickelt, aber ich habe kein Geld. Seht ihr hier, 133 habe ich noch. Ich mache immer noch Verlust, aber mittlerweile mache ich weniger Verlust, als ich noch Restgeld habe. Das ist schon mal hoffnungsvoll. Aber ich muss auch sagen, meine Flächen sind erschöpft. Ich habe so ziemlich alles verplant, was ich verplanen konnte. Jetzt geht es einfach nur darum, dass genügend Leute einziehen. Damit ich nicht völlig auf Null absacke. Aber wir werden sehen, was passiert. Ich höre es wieder. Ich dachte, ich höre irgendwas wachsen. Aber scheinbar noch nicht. So, hier kann man auf jeden Fall... Oh! Das ist zwar nicht gerade eine Kartonfabrik. Nicht gerade förderlich für meine Umwelt, aber außerhalb der Stadt soll es mir erstmal egal sein. Oh, ich mach Plus! Alter! Zum ersten Mal hier, dass ich Plus mache. Großartig. Es wäre natürlich schön, wenn hier jetzt noch ein bisschen was entstehen würde, was es nicht tut. Und mit meinen 155, die ich noch habe, brauche ich jetzt natürlich auch nicht anstinken. Hui. Örtlicher Händler fordern mehr Fertigungsindustrie vor Ort. Aha. Fertigungsindustrie vor Ort. Die meinen ja nichts anderes, als sie hätten gern mehr Industrie. Ja. Ah, ich habe wieder... Da war mir das andere aber sympathischer hier, muss ich zugeben. Oh ne, so nicht. So vielleicht. So. Was ist denn, wenn ich jetzt hier nochmal so... Schauen wir mal, vielleicht entwickelt sich ja dann hier tatsächlich was. Wobei ich echt ein bisschen aufpassen muss. Hier kommt es mir schon so vor, als wäre das jetzt nicht gerade die sauberste Gegend. Und das ist mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Hier ist schon deutlich schöner. Na, also immerhin, die gute Nachricht des Tages ist, ich bin im Plus. Aber... Das wird mir noch nicht so viel helfen. Was kostet das eigentlich? 40 pro Zelle. Nicht genügend Geld. Das würde noch gehen. 200 kann ich mir noch leisten. Soll ich es probieren? Ja, auf die Art und Weise kann ich hier nämlich dann nochmal eine Querstraße erschließen. Irgendwann, sobald ich wieder ein bisschen Geld habe. Aber ich bin jetzt echt nicht unzufrieden. Das läuft so halbwegs. Hier ist natürlich so ein bisschen Outskirts, ne? Das sind jetzt wirklich kleine Gebäude. Also vielleicht ist es dann auch hilfreich, groß zu denken. Da unten entwickelt sich irgendwie nicht so viel, aber... Es kann noch werden. Das hier ist eindeutig die schönste Gegend. Das entwickelt sich ziemlich gut. Ist aber am besten angeschlossen so, ne? Mit allem drum und dran. Die Leute wollen halt einfach da wohnen. Die finden das schön. Oh, jetzt sind schon Leute ausgezogen hier. Bevölkerung minus 2. Naja, ein bisschen Geld mache ich jetzt zwar. Aber ist jetzt noch nicht so die Welt. Was muss ich denn jetzt hier... Kleiner Weiler. Aha, 365. Ich brauche auf jeden Fall noch 100 Einwohner. Mittlerweile wird es auch wieder Nacht. Man darf also davon ausgehen, dass jetzt erstmal nichts mehr passiert hier. Aber ich denke mal... Was? Robotermodelle für Verbraucher kann man mit Freude und Partner kaufen. Artificial Love. Okay. Ich würde eigentlich ganz gerne hier die Straße noch so ein bisschen weiter bauen.
Ich will im Prinzip da runter. So mittelfristig. Aber scheinbar. Ich komme halt jetzt nur in ganz kleinen Schritten weiter, weil ich kein Geld habe. Mit nur 130 können wir natürlich nicht viel machen. Jetzt habe ich auch nur 49. Ich verliere tatsächlich wieder ein bisschen Geld. Aber okay. Wir müssen halt geduldig sein. Ich finde es auch so toll. Bei Nacht sieht es auch wirklich toll aus. Ich würde hier drinnen eigentlich würde ich gerne sowas machen wie im Park oder so, aber es geht noch nicht. Muss ich noch mehr machen. Erreichen Sie Bevölkerung von 460. Nur noch 72 plus? 56 plus? Warum? Es lief doch so gut. Plus 4. Ich mache wieder Verlust. Nein, plus 47. Aber trotzdem. Tagsüber läuft es offensichtlich besser als nachts. Shit. Plus 6. Und ab jetzt mache ich wieder Verlust. Minus 6. Aha. Warum eigentlich? Will mir das jemand erklären? Minus 19. Hier, Minus. Ich bin eindeutig zum ersten Mal im Minus. Seltsam. Kann es sein, dass die Gewerbeeinnahmen nachts nicht so ausfallen wie tagsüber? Ihr wisst doch gar nichts über mein Gewerbe. Mann. So, ich baue jetzt hier nochmal ein bisschen Industrie, so an den Stadtrand. Wollen wir doch mal sehen, ob ich meine Einnahmen nicht hochtreiben kann. Minus 72. Vielleicht ist es... Ich mache jetzt hier mal ein bisschen auf Großkotz. Pass mal auf. Oh, noch mal sehen. Da am Stadtrand ist mir das ja relativ egal. So. Die spülen auch ein bisschen Geld in meine Kasse. Auf die Art und Weise bleib ich im Plus. Natürlich wird da keine Sau wohnen in der Heidekrautstraße, aber hui. Weitere Industriegebäude unemployed. Sieht gut aus. Also, es passiert auf jeden Fall einiges. Und ich habe auch schon 400 Einwohner. Großartig. Und ich habe auch schon wieder 28 Euro. Aha. Wie sieht es eigentlich aus mit so mit den anderen Flächen? So. Oh, das ist okay. Hier, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Sally's, das ist ja neu. Gemischtwarenladen. Wie kein Wasser. Kann es sein, dass meine Wasserrohre nicht weit genug führen? Ah ja. Mhm. I see. Wie viel kostet denn so ein Wasserrohr? 80? 120? 140? Mehr kann ich mir nicht leisten. So. Aha. Der müsste jetzt eigentlich auch Wasser haben. Ja, genau. Der hat jetzt noch keins. Aber no problemo. Wir haben gleich wieder ein bisschen Geld. 200 bräuchte ich bitte. Wird es eigentlich mittlerweile wieder Tag? Ich glaube ja. Ich glaube, ich bin der schlechteste. Ich bin der schlechteste City Skyline-Spieler überhaupt. Also, wie man so rumknapsen kann mit dem Geld, das ist ja wirklich bemerkenswert. Aber trotzdem komme ich gleich meinem Ziel etwas näher. Diese 460 Einwohner, die ich erreichen soll, hier, die sind zum Greifen nah. Da fehlt echt nicht mehr viel. Ich mache hier mal noch so ein bisschen, damit der auch noch Wasser hat. Und jetzt soll es mir erstmal reichen. Und es ist noch nicht Tag. Aber jetzt gerade mache ich richtig Gewinn. 300 pro Woche. Das ist für meine Verhältnisse ja schon... schwerer Rekord.
Toll, da ist die Industriestraße. Warum nenne ich die eigentlich nicht so? Kann man das umbenennen? Heidekraut. Verkehrsansicht. Folgen. Nö. Straße anpassen. Die kann man bestimmt umbenennen. Straße, Kreuzung, Route, Verkehrsroute. Keine Änderung, Verkehrsroute. Sehen, was die Bürger. Verkehrsrouten, um zu sehen, was wir von der Straße nehmen. Gegen so Verkehrsrouten. Okay. Kann man das auch wieder irgendwie ausblenden hier alles? Das ist mir alles zu viel. So! Ja, wunderschön. Ich bin begeistert. Durchsichtige Plastikjacken sind jetzt große Mode. Warum? Weiß keiner. Hashtag Fashion. Oh, super. Herzlichen Glückwunsch, kleiner Weiler. Mann, hat ja auch nur 3 Episoden gedauert, bis ich so halbwegs begriffen habe, worum es hier geht. So, jetzt gucken wir mal. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 460. Neue Features. Steuern, Darlehen, Müll, Gesundheitswesen, Bildung, neue Gebäude, Arztpraxis, Grundschule, Mülldeponie. Errungenschaften? Kann man hier irgendwo lesen? Nö. Nö. Okay. Glückwunsch. Großartig. So, das bedeutet, ich muss jetzt wahrscheinlich... Oh, ich habe wieder Geld. So, und außerdem, was ich auch habe, ist... Also, was ich übrigens ganz nebenbei auch habe, hier, Bamopolis. Speichern. Ja. Was ich übrigens auch habe, ist die Schnauze voll von der Musik. Das geht mir ein bisschen auf den Keks. Ich mache das mal hier auf 20. Ach, 15. So ein bisschen Musik, meinetwegen. Das ist aber immer noch ganz schön laut. Musik weg. Viel besser. So, ich habe wieder Geld. Ich nehme auch Geld ein. Das ist hervorragend. Und ich habe offensichtlich die Möglichkeit, eine Mülldeponie zu bauen. Bauen Sie zur Müllverwaltung eine Mülldeponie oder eine Müllverbrennungsanlage. Da die Abfallwirtschaft aber Umweltverschmutzung verursacht, sollte die Einrichtung weit entfernt von Wohngebieten errichtet werden. Müll, der sich in Wohngebieten auftürmt, führt im Laufe der Zeit ebenfalls zur Umweltverschmutzung. Sorgen Sie also dafür, dass Sie genügend Mülleinrichtungen haben. Mülldeponien und Müllverbrennungsanlagen schicken Müllwagen aus, um den Müll abzuholen. Sorgen Sie dafür, dass Sie in der Stadt gut vorankommen können. Bei guten Verbindungen mit großen Straßen kommen Müllwagen schnell in der Stadt herum. Achten Sie bei der Platzierung eines Gebäudes darauf, welche Gebietsgrößen die vorhandenen Straßen effizient versorgen können. Okay, ganz offensichtlich, eine Verbrennungsanlage kann ich nicht bauen. Was ich aber bauen kann, ist eine Deponie. Ja, aber, hä? Ich will es ja jetzt nicht da drin haben. Eieiei, da brauche ich aber ganz schön viel Platz. Ja, aber hier beim Kraftwerk wäre es vielleicht jetzt nicht so schlecht, oder? Außerhalb der Stadt. Ist ja echt hässlich da unten. Da will kein Mensch wohnen, aber okay. Wir brauchen natürlich irgendeine Mülldeponie, das leuchtet mir schon ein. Den Müll rausbringen ist gerade so bequem wie nie zuvor geworden. So. Jetzt schauen wir mal, wie das hier so läuft. Ah, da. Da haben wir schon ein Fahrzeug. Mitten in der Nacht fährt er los und holt sich den Trash. Oh, beinahe hat es einen Unfall gegeben. Das habe ich genau gesehen. So, jetzt schauen wir mal, wo er sich da den Müll holt. Aha, fährt direkt ins Wohngebiet. Oh, da stehen tatsächlich Mülleimer. Seht ihr das hier? Mülleimer. Müll. Hier, Mülleimer. Und gleich ist er weg. Also der bleibt gar nicht stehen, der saugt den förmlich auf. Hä, war da nochmal einer? Tatsächlich, das ist ja eine regelrechte Invasion. Warum mache ich jetzt eigentlich schon wieder miese? Ach so, hab wahrscheinlich, lass mich raten, die Müllabfuhr kostet mich Geld.
Ne? Ja, ich hab's ja gewusst. So, das heißt, ich nehme 1980 ein und gebe 1500 aus. Bin also noch im Plus. So, und dann habe ich hier Gesundheitswesen. Das kostet mich ja wahrscheinlich auch Geld. Aber das machen wir in der nächsten Ausgabe. Vielleicht muss ich auch vorher erstmal noch so ein bisschen nochmal eskalieren mit Straßen und Wohngebieten und überhaupt. Vielleicht sollte es auch erstmal Tag werden. Das fände ich nämlich auch gut. So, meine Lieben, ich mache einen Cut. Mein Name ist Captain Bam. Morgen geht's weiter hier im Bamopolis und zwar mit euch. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Ich habe heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen belegt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich. Ich wurde noch einmal verknackt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Tausch. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.